Hallo. Der Winter ist vorbei. Bin wieder da. Im Wald. Und die Folgen drehe, die Reinigung des Waldes. Letzte Mal war ich im Winter hier. Jetzt ist schon März. Ich habe ein paar Monate Pause gemacht. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Ach, guck mal. Guckt euch das an. Da habe ich doch diesen Gürtel gefunden. Da sind ja Verzierungen drauf, das ist mir ja nicht aufgefallen. Ein Indianergürtel, da ist ein Indianer drauf, ein Kaktus und ein Pferdesattel. So, Verzierungen. Und hier habe ich ein bisschen was drüber gemacht, damit es nicht zu sehr voll wird mit Zeug. Ja, gut. Jetzt muss ich ein bisschen aufräumen hier, damit ich hier weitermachen kann. Hier ist auch noch ganz viel Müll. Die Flaschen und so. Und ich habe was Neues mitgebracht. Und zwar diese riesige Fundtasche. Also die ist wirklich richtig groß. Ich zeig's euch mal. Ja, also das ist eine riesen Fundtasche. Die ist ziemlich groß im Vergleich zur anderen Fundtasche, die ist vielleicht so eine kleine Fundtasche, und da passt richtig viel Müll drin. Da muss ich nicht immer so oft zurückgehen, dann kann ich einfach das Ding erstmal voll machen. Na gut, dann packe ich mal einen Detektor aus und schau mal, ob ich hier noch mehr Müll finden kann. Ich sammle den ganzen Müll hier auf und entsorge den und werfe den in die Mülltonnen, bevor die kommen können und mich wegen Müllunterschlagung verhaften. Ich wollte noch eine Sache zeigen, und zwar diesen Feuerstein. Den habe ich gerade gefunden. Jetzt ist ein Feuerstein, oder was? Ein sehr schönes Exemplar, den nehme ich mit. Der lag hier einfach so. Zieht die Kamera auf. Ach nee, was ist jetzt passiert? Start recording. Ich glaube, geht alles, oder? Stop recording. Meine Osmo Action, die verwende ich für diesen Zweck, um aus der Ego-Perspektive zu filmen. Zeige ich eh nicht die Aufnahmen. Ich war bescheuert. Neue Handschuhe habe ich mit Papagei drauf. Gibt's im Norma. Gab es im Norma. Weiß ich nicht, ob es die jetzt noch gibt. 3 Euro, 2 Paar. Ist wirklich ein guter Preis. Da brauche ich gar nicht suchen. Da ist der Müll. Hier ist die Riesenmülltasche. Die wird jetzt gefüllt. Lang ist es her. Bestimmt 3 Monate oder so war ich nicht hier. Schnelle Stimme aktivieren. Oh, ein sehr schönes Signal. Und während ich das ausgabe, will ich was zur schnellen Stimme erzählen. Schnelle Stimme ist ein Feature, was sich immer wieder Leute gewünscht haben. Und weil ich das früher manchmal gemacht habe. Und deswegen ist bei den Folgen mit der Actioncam auf dem Kopf und bei der Reinigung des Waldes immer die schnelle Stimme an. Also nicht wundern für die Leute, die jetzt nicht kennen oder
denken, warum? Was soll das? Gibt's viele Leute, die das einfach gerne wollen. Ein Wurm. Na, sag mal. Sitzt der ernst oder was? Ein Wurstpellenverschluss. Schlechtes Signal. Es ist genauso schlecht, wie ich dachte. Aluminiumfolie. Was denn? Tüte. Das ist doch schon wieder eklig hier. Oh. Leberwurstdeckel. Dieser Wald ist wunderschön. Hier findet man immer nur so tolle Sachen. Ah, ist das schön mit so einer Riesenfundtasche. Ein richtig knalliges Signal. Merkwürdig, weil ich eigentlich hier schon mehrfach lang bin. Scheint so, als wären neue Signale gewachsen im Winter. Eindeutig. Neues Signal. Fokussier doch, du blöde Sau. Mal sehen wir, was das für ein Objekt ist. Scheint irgendein Deckel zu sein. Mit Rillen am Rand und eine Wabenform in der Mitte. So achtkantmäßig. Ne, sechs. Ein Sechskant. Wabenloch. Und ja, keine Ahnung. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es in die Kommentare. Ich hab's noch nie gesehen. Dieses Objekt. Das ist ein ganz neues Fundobjekt. Nimm mal mit. Haben die denn hier gemacht? Die haben alles abgeholzt. Frechheit. Bin ich ja völlig im Lichten hier. Ich will aber versteckt sein. Auf jeden Fall habe ich heute eine Mission. Ich will hier aus dem Wald was holen. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ansonsten werdet ihr es im Verlauf des Videos sehen. Nicht nur Müll. Ich habe mir vorhin, um jemanden hier im Wald abzuholen, den ich hier mehrfach schon zurückgelassen habe. Ein Regenwurm und Aluminiumfolie. Das ist doch ein schönes Signal. Was habe ich denn eigentlich da für ein Setting so? Ein schön hohes Setting. Wo ist es? Ist nicht der Ernst, oder? Übrigens sehe ich von hier aus den Mülleimer, den ich im Winter gesehen habe. Und da liegt immer noch derselbe Müll drin. Da liegt immer noch so eine Decke drauf. Also den Müll im Mülleimer zu entsorgen, das wird nichts. Ich muss irgendwie meine Riesenwanne wiederfinden. Ich habe so eine riesen Plastikwanne. Und die nehme ich und da hole ich das dann alle drin. Und dann muss ich das eben mal mit Auto abholen. Noch mehr davon. Noch mehr Cola. Sehr schön. Da freut mich doch immer über so ein Fund. Ja, das ist ja auch der Sinn hier des Ganzen. Oberflächenfund. Ein 62er-Signal. Was ist das? Ein altes Gefäß. Ein altes Zinkgefäß. Auf jeden Fall Müll. Nichts Besonderes. Nimm mal mit. Nimm mir alles mit. Ja, das ist mir ganz unangenehm hier. Direkt so offen. Jeder Zuschauer kann mich sehen. Jeder Fahrradfahrer, jeder Autofahrer. Und ich möchte doch nicht, dass sie mich sehen. Ihr wisst es doch, also ihr Sonder da draußen, dass es immer unangenehm ist, manchmal zumindest. Wenn die einen dann immer voll quatschen. Hast du schon was gefunden? Was war dein wertvollster Fund? Wie machst du das, wenn du dann mal einen Goldschatz findest? Hast du überhaupt das Goldschatz-Video gesehen? Hier mal. Hier mal da. Ekelhaftes, schwankendes Drecksmüllsignal. Aber ich habe mir gedacht, ich will ja alle graben, was ich so drauf kriege. Da muss doch irgendwann auch mal was Judith dabei sein. Was ist denn das für ein Sprengzünderdraht? Hier war eine Granate und hier die andere. Die sind jetzt beide scharf. Muss ich auch noch rausholen. Nein, natürlich nicht. Das war nur der Draht. Hier ist er nicht. Da ist er, ich hab ihn gefunden.
Er sitzt nicht mehr am Baum. Wie kann das sein? Hier habe ich ihn hingesetzt. Und da ist er nicht mehr. Der Gute. Und wisst ihr, was das ist? Das ist der Lutkönig. Der Lutkönig des Sonnens. Der immer alles looten will. Und diesen Frosch, den wollte ich heute auch hier holen. Aus dem Wald. Den nehme ich nämlich mit. Lange hat sie gedauert. 3 Monate. Musste er hier noch alleine verweilen im Schnee in jeder kalten Nacht. Aber jetzt ist er mit dabei. Jetzt ist er nicht mehr alleine hier im Wald. Jetzt ist er in der Fundtasche drin. So, jetzt versuche ich mal ein bisschen einen Bereich zu finden. Was ist das denn? Hat jemand hier eine Bude gebaut oder so? Die war doch letztes Mal noch nicht so gut ausgebaut. Da hat jemand dran gebaut wieder. Hier scheinen öfters welche zu sein. Ein richtig knalliges 79er Signal. Ein Stein. Ein Katzenauge. Noch eins. Und eine Dose. Da steht was drauf. Sieht interessant aus. Das ist ein Dosendeckel. Da sind kryptische Hieroglyphen drauf. Könnt ihr das erkennen, was da ist? Ich kann irgendwie eine Hand erkennen. Eine Hand, die zeigt, wie man mit einem Geldstück einen Deckel öffnen kann. Man muss das so reinmachen und dann drehen. 1, 2. Das ist bestimmt 200 Jahre alt. Würde der eine oder andere Zuschauer denken. Aber es ist nicht so alt. Vielleicht nutze ich auch den Moment der Sekunde, um euch ein bisschen was über den Schatzfund zu erzählen. Um schon mal vorab Aufklärung zu betreiben. Zu dem Schatzfund-Video. Hier haben wir wieder Müll. Oh. So, hier habe ich ein Signal. Ja, hier direkt drunter. Ist genau hier drunter. Also, und so kommt zum Schatzvideo. Der Schatz, da kommt nochmal ein Video zu. Ihr werdet nochmal genau zeigen, die ganzen Objekte demnächst. Weil ihr wisst, ich muss immer vorproduzieren und Videos schneiden, sodass auch pünktlich jeden Sonntag ein Video kommen kann. Das geht dann immer alles nicht so schnell. Oh, hier ist auch was. Was Großes. Und der Schatz war, wie ihr gesehen habt, eigentlich schon Müll. Also es war nur Blech. Es ist einfach nur Modeschmuck. Das ist kein echtes Gold oder so. Und viele haben gesagt, es wäre Fake. Ich kann euch aber sagen, es ist kein Fake. Es ist ein echter Fund gewesen so. Den wir so einfach ganz echt und authentisch gemacht haben. Und als wir die Dosen geöffnet haben, da haben wir gemerkt und sofort gesehen, es handelt sich nur um Schrott. Genau wie das hier. Und als wir das gesehen haben, war natürlich das Gelächter groß. Das ist der Grund, warum wir so gelacht haben. Natürlich, weil wir uns gefreut haben über diesen Fund, aber wir haben natürlich auch sofort bemerkt, das ist Modeschmuck, das ist Blech, das ist Müll. Und wir konnten es einfach nicht glauben, wer sowas vergräbt. Eberhard Faber, ein gelber Stift. Nehmen wir mit. Ja, wir konnten es einfach nicht glauben, dass jemand so ein Schrott vergräbt. Also wo ist der Sinn dahinter, so einen Modeschmuck zu vergraben? Das keinen Wert hat. Da ist ja kein Gold dabei, ne? Und viele Leute haben geschrieben, 200 Jahre alter Schatz. Und dass wir respektlos mit den Objekten umgegangen sind, die vor 200 Jahren vergraben wurden. Oder vor 100 Jahren. Oder von jüdischen Menschen. Aber Leute, ich kann euch sagen, als erstes Mal, das hier ist eine Larve, die grabe ich gleich wieder ein. Dieser Schatz, also diese Objekte, da ist Plastik dran. Und Plastik gab es nicht im Zweiten Weltkrieg. Da gab es nur Bakelit. Und Bakelit ist da nicht dabei, bei diesem Schatz. Den sogenannten Schatz. Das ist ein recht moderner Fund, der maximal, ich sage mal, nach meiner Einschätzung, 30 Jahre alt ist. Ja, also es war ein moderner Schatz, moderne Funde, Modeschmuck, was nur aus Plastik und Blech besteht und einfach bemalt ist. Um das schon mal vorab ein bisschen aufzuklären für euch, für die Leute, die sich das angeguckt haben und sich gewundert haben. Wir werden nochmal ein Aufklärungsvideo dazu machen. Diese Bäume lagen letztes Mal noch nicht da. Ich bin nämlich hier gewesen und bin hier oben lang gelaufen, da war diese Geflügel, mit die Federn gerupft worden. Und dann bin ich hier lang und das wurde hier alles neu, mit Absicht umgekippt.
von irgendwelchen Waldarbeitern, die hier da hinten auch irgendwas aufgehäuft haben. Und überall haben sie Bäume abgesägt. Ich sehe in letzter Zeit öfters, dass überall die Bäume abgesägt werden. Was ist da los? Hier, Abziehlasche. Immer natürlich mit. Ah, stimmt. Wo ich damals hier das ausgegraben habe, habe ich das vergessen. Aus Versehen. Das ist kein Helm-Innenring. Das ist was anderes. Glaube ich. Oder? Mann. Die ganzen Störsignale immer. Also, es ist kein Helm-Innenring. Aber diesmal nehme ich es mit, weil diesmal habe ich auch eine riesen Fundtasche. Die unglaublicherweise schon fast voll ist. Weil auch ein dicker Frosch drin ist jetzt. Noch mehr? Okay. Haben wir ein richtig knalliges Signal wieder. Was ist das denn? Ja, interessant aus. Ein Stein, das ist es nicht. Fischdosendeckel. Da ist auch ein interessantes Signal. Das sieht interessant aus. Guckt euch das an. Das könnte was aus der Zeit der Kinderwegen sein. Ein Gummirad, was über dem Rad war, über der Felge von einem Kinderwagen. Von früher. Da steht sogar was drauf. 180, 13,5, 20. Auf jeden Fall, Gummi muss weg. Ist nicht gut für den Wald. Ein bisschen Eisen und so ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Verrostet nämlich, aber Gummi und Plastik nicht. Hier haben wir nochmal ein richtig knalliges Signal. Aber jetzt frage ich mich gerade, wie habe ich diesen Gummireifen raufgekriegt? Mit einem Metalldetektor. Und habe das Signal, das Loch nicht nochmal überprüft. Fehler Nummer 1. Ja, vielleicht ist in dem Gummi Metall drin. Werden wir gleich nochmal überprüfen. Nach diesem Signal hier. Da handelt es sich nochmal um den Deckel. Und jetzt schauen wir mal, ob hier Metall drin ist. Und sonst muss ich nämlich nochmal zurück. Nee, da ist kein Metall drin. Aber diese schönen Steine sind hier überall. Da war's. Ein 70er Signal. Eine Tube. Da wollen wir doch mal sehen, was für eine Tube das ist und was da drauf steht. Da nehme ich meine Bürste hier raus. Und da steht frische Creme. Ups, zerrissen. Ja, auf jeden Fall frische Creme. Und da oben steht auch eine Nummer. Und Inhalt 45 Gramm. Das ist auf jeden Fall geschichtlich relevant und auch archäologisch wertvoll. Da ist noch mehr Müll. Noch mehr Müll, der entsorgt werden muss. Ein Regenwurm. Erstmal zur Seite legen. Och nee, das Draht, Kabel. Mag ich ja überhaupt nicht. Mann, mit. Könnte ich eigentlich einen Alex geben, da freut er sich, ne? Er sammelt sowas, ja? Um dann das Kupfer abzugeben. Wenn er irgendwo ein Kabel sieht im Wald, landet das immer in seiner Fundtasche. Irgendwie fette Porzellanstücken. Könnten von Sicherungen sein. Da ist so eine Winde drin. Oder von irgendeiner Stromleitung oder so. Nehmen wir auch mit. Schönes Signal. Vielleicht habe ich ja mal Glück. Und es ist was Schönes. Ja, Glück ist auf meiner Seite. Wir sehen, was das ist. Es ist ein Cola-Dosendeckel. So ist es übrigens beim Sondeln. Um das auch nochmal zu erwähnen und zu erzählen für die Leute, die nicht suchen. Wir Sucher, wir finden oftmals wirklich Müll nur. Kann auch sein, dass man mal 3-4 Ausflüge macht und da kommt nur Müll. Nicht mal ein Knopf.
Und das kann man natürlich nicht immer zeigen. Nur in so einer Sonderfolge wie diese hier. Das wäre ja sonst auch irgendwann mal langweilig, den Zuschauern bestimmt. Die wollen ja eigentlich auch mal einen geilen Fund sehen. Und hier haben wir einen Schnapsflaschendeckel. So. Hier, 52er Signal. Das sind Signale, die sind besonders gut. So, nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre wieder Kabel. Was ist das? Lass dich Scheiß hier. Alter, die Mülltasche ist schon so voll wieder. Aber ist sie so groß? Hier ist was? Sehr hohes Signal. Über 90. Da sehe ich es schon. Das ist wie immer die berühmte Fischdose, die hier in diesem kleinen Wald zu finden ist. Sie ist hier beheimatet. Ach, wusstet ihr übrigens, dass das hier, die kann man auszutschen. Das habe ich früher mal gemacht immer. Aber die Hummeln wollen das eigentlich. Hier. Großes, schönes Signal. 79. Kann keine Fischdose sein. Fischdosen kommen nämlich mit 90. Was ist? Bonacqua. Eine Dose mit Wasser. Tafelwasser in einer Dose. Auch nicht schlecht. So. Irgendwas stimmt hier nicht mit dem Wald. Ich will euch mal was zeigen hier. Die Bäume hier, seht ihr das? Alle entwurzelt und umgefallen, weil die tot sind. Da kam von hier der Wind und der hat die alle umgemäht. Das war letztes Mal noch nicht im Winter, wo ich hier war. Alle komplett. Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein dicker auch da hinten. Die sind alle gestorben. Und da drinnen liegen noch mehr. Da hinten auch. Und wo ich da drinnen war, da ist ja auch ein ganz neuer Riesenbaum umgekippt. Der letztes Mal noch nicht da war. Guckt euch das an. Wir haben hier ein Baumsterben. In dieser Region. Und das könnte natürlich einfach sein, weil die vertrocknet sind und gestorben deswegen. Die Wurzeln sind kaputt und abgebrochen. Und ja, auf jeden Fall konnte ich hier letztes Mal noch durchlaufen, vor 3-4 Monaten. Und jetzt nicht mehr. Wir haben ein Baumsterben in Deutschland. Das ist total krass. Könnte sein, dass das der Grund ist, warum die so viele Bäume abschneiden in letzter Zeit. Der ist auch tot. Die sind alle tot. Hier, der auch. Alle tot. So. Die Mülltasche ist voll. Mal die Mülltasche abnehmen. Da ist sie. Metal Detectors. Habe ich mal bei AliExpress gekauft. Ganz günstig. Ich glaube, 10 Euro hat die Tasche gekostet. Und da war hier sogar eine Pinpointer-Tasche dran. Die habe ich mir aber abgemacht und mir dran gebaut. Also die nehme ich als meine Haupt-Pinpointer-Tasche. Angegreift. Angegriffen hat der Baum mich. So. Ein bisschen das Laub hier rausmachen. Dark Age Fast Cleaner vom Sonnengänger Shop werfe ich natürlich nicht im Müll. So. Den guten Franz hier. Franz ist das. Den nehmen wir mit.
Das hier ist Franz. Und Franz gehört jetzt zu unserer Sondelgruppe. Und Franz ist immer beim Sondeln mit dabei. Als Glücksbringer und als Sondelfrosch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich den Wald sauber gemacht habe. Und demnächst hole ich den Müll ab und transportiere das mit dem Auto und mit... Was ist denn jetzt los? Meine Kamera macht komische Sachen da oben. Stop recording. Ach, jetzt filmt sie. Habe ich da hinten nicht gefilmt, oder was? Habe ich es nicht gefilmt, wie ich den Müll da rein geworfen habe? Also, Franz ist jetzt immer mit dabei. Das war heute wieder die Waldsäuberung. Und demnächst muss ich den ganzen Müll abtransportieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Sondeln und bis zum nächsten Mal. Nachttopf. Hm. Im besten Fall. Mhm. Sieht schon so aus, ne? Ja, ich denke, er hat seine beste Zeit hinter sich. Ansonsten noch schick machen und in die Vitrine, ne? Auf jeden Fall. Also aufpolieren, ganz klarer Fall. Ja. Und auf jeden Fall in die Vitrine. Wie machst du das mit dem Aufpolieren? Mit einem Polieraufsatz, oder? Nee, also zuerst kommt das in...